Ach Leute, der schwebt hier. Alles klar. Ich dachte schon, er ist tot, also. Ja, komm, 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 komm. Kurz schnell rein. Level 50. Ich habe aber schon einen Level 130er gefunden, Leute. Das ist A140er sogar. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play Folge in Ark auf Balguero. Also Leute, letztens haben wir unseren zwei Petris hier gesehen. Klar, ich weiß, ich muss noch den Dinosaurier Namen geben. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge habt. Es wird wahrscheinlich immer 2 bis 3 Folgen dauern, bis ihr praktisch die Namen oder ich die Namen dann praktisch veröffentliche, beziehungsweise ihr es in einer Folge seht. Ich habe immer so 3 bis 4 Folgen vorproduziert. Sollte irgendwas dazwischen kommen, dass ich auf jeden Fall euch immer alle 2 Tage eine Folge Ark komme. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich so machen: Montag, Mittwoch, Freitag eine Folge Ark und Sonntag wird auch eine Folge kommen. Also hat der Sonntag und Montag 2 Folgen, jeden Tag eine. Also alle 2 Tage so um den Dreh werde ich es machen. In der Woche bis zu 4 Folgen. Also genug davon aber. Heute haben wir ja gesagt, ich will diese Dinosaurier. Okay, wir sind übelst schwer. Wir sind übelst schwer. Wir schaffen das ja gar nicht mal. Also wir müssen Prioritäten setzen. Wir müssen nur die wichtigsten Sachen mitnehmen. Dann nehmen wir mal bloß Narkosepfeile mit. Das raus. Das raus. Ich nehme auch bloß 100 Pfeile mit. Damit wir halt übelst leicht sind. Ich weiß nicht, ich hoffe, der Petri kann uns jetzt tragen. Hat der selber Gewicht? Er hat eigentlich selber gar kein Eigengewicht, nur ich mache die Türe zu. Und ich will natürlich unseren Cherboa. Ach Leute, er schwebt hier. Alles klar. Ich dachte schon, er ist tot, also. Unser kleiner Freund, der muss bis zum Ende des Let's Plays durchstehen. Ich finde, das sieht so putzig aus. Richtig cool. So, das verschließen wir natürlich wieder. Und Leute, ich will heute nicht Ramlung schnacken. Wir haben heute ein bisschen was zu erledigen. Ich will diese Dinosaurier haben. Also diese Eidechsen-Dinos. Mal gucken. Und ich werde dann wahrscheinlich bis morgen ein bisschen was vorbereiten. Also Gewächshaus jetzt zwar nicht, aber ich werde Sachen bauen. Ich werde hier vielleicht noch ein kleines Gehege dazu bauen. Wie gesagt, vielleicht so außenrum. Erstens mal, da sind die Dinos ein bisschen draußen weg und die hier sind ein bisschen sicher. Da sollte wirklich sich ein Peterano, nicht ein Peteron, ein Terrabird oder sonstiges Dinosaurier verirren, sind wir da auf jeden Fall gesaved. Warte mal, jetzt hätte ich was vergessen. Es stimmt ja, ich muss ja auch ein Fernglas mitnehmen. So Leute, jetzt sind wir wieder bereit. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Klar, für euch wird es wahrscheinlich gecut oder werde ich es höchstwahrscheinlich rauscutten. Aber dass ich jetzt extra heim muss, ich wollte diesen Brunnen halt nicht wegschmeißen. Ihr seht selber rechts oben, das braucht halt alles viel Gewicht. Ich habe sogar jetzt ein bisschen Fleisch mitgenommen, wenn wir uns heim müssten, also unseren Dino. Und wie gesagt, heute würde ich natürlich auf diese Deinonychus eingehen. Wir haben ein Nest, ich habe ja sowas wie ein Nest gesehen bei diesen Tieren. Also deswegen werde ich stark in der Annahme ausgehen. Hier sehen wir sie auch. Das sind aus wie Raptoren. Oh. Ich würde jetzt vorschlagen, wir locken die runter und dann können wir das Ei klauen. Wir gucken mal ein bisschen ein paar zwei Eier durch. Also hier ist eins. So. Da müssen wir natürlich jetzt die weglocken. Ich hoffe, die können nicht hochspringen. Alter, sind die groß. Die sind aber riesig, die Viecher. Okay, komm mit. Ja, komm, 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 komm.
Mir tun ja eigentlich die Dinos leid, genau die hier unten sind, die werden jetzt zerfleischt. Aber Leute, ich habe keine Lust, mit denen in den Kampf einzugehen oder unseren Petri so zu verlieren. Wir müssen jetzt bloß aufpassen. Ich würde sie auch eigentlich eher weniger umbringen. Klar, man könnte sie jetzt töten, beziehungsweise man sollte sie auch töten. Hier ist nix. Dein Nonnichus Nest. Sind das ein Einur? Das gibt wirklich nur ein Ei, was hier gespawnt ist. Alles klar. Da müssen wir uns echt noch weiter auf die Suche machen nach Eiern. So. Okay, jetzt kommen die nächsten drei. Ich habe gesehen, Leute, da rechts unten, da ist noch ein Nest. Also hier links ist ein Nest, aber hier rechts ist auch ein Nest. Also hier waren wir ja schon dran. Ja, es ist natürlich nur hier ein Nest. Was haben die eigentlich für Level? 15, 90. Komm, komm, komm. Das muss natürlich jetzt schnell gehen wieder. Okay, ganz kurz gucken. Eiklauen und rauf wieder. Finde ich cool, dass es so eine Animation gibt mit diesen Eiern. Was ist das jetzt für ein Level? 25? 20? Ja, die können wir als zwei essen, weil es bringt halt gar nichts, diese Low-Eier zu ziehen. Ich glaube, alles unter Level 100 ist wieder eigentlich nur Platz, Vergeudung. Was ist das, was ich da drüben sehe? Das sind normale Raptoren. Wie gesagt, wir müssen halt auf Nest ein bisschen spekulieren. Aber das sind die Viecher. Die sind echt. Alter, die sehen schon stark aus, die Raptor, muss ich zugeben. Also, wenn sie hier wieder sind, dann muss hier auch irgendwo in der Nähe wieder ein Nest spawnen, wahrscheinlich. Weil die müssen auch ihre Eier legen. Ist hier zum Beispiel ein High Level dabei? Alter, guck dir den Roten an. Der sieht doch stark aus. Ein Eye-Level 140er ist auch dabei. Au. Also wenn wir den kriegen, Leute, ich glaube, dann haben wir erstmal. So, Leute, jetzt habe ich ein bisschen mich erkundigt. Also, so wie ich das jetzt ein bisschen gesehen habe, auf offenen Flächen sind die Eier nicht. Stattdessen sind sie hier in diesen Canyons drinnen. Also, also anscheinend sind es wie so, keine Ahnung, wie so eine Art Flugtiere auch, die natürlich ihre Nester gezielt wohin legen, also in, ich sag's mal so, in Canyon, Felsspalten. Da rechts ist ein Nest, sehe ich schon wieder. Ich muss nur aufpassen. Also ich vermute, Alter, hat sie mich jetzt gerissen. Ganz kurz schnell rein. Level 50. Ich habe aber schon einen Level 130er gefunden, Leute. Das ist 140er sogar. Das ist richtig cool. Den 50er werden wir essen. Ich glaube, da hier ist wohl nur ein Nest. Ich glaube, das 140er stimmt. Das habe ich hier rausgeditscht. Hier vorne habe ich noch ein Nest gesehen. Okay, die gammeln hier schon wieder rum. Ich muss sie natürlich ein bisschen runterlocken. Kommt. Ganz kurz. Und schnell wieder hoch. Es muss halt echt schnell gehen. 85er, ich nehme es mal mit. Zu Beginn haben wir jetzt eh nicht zu viele Eier, also da können wir ruhig mal so ein Low-Level mitnehmen. Das waren wir hier schon.
Hier ist praktisch auch ein Nest. Das war mal auch gerade abgefischt. Ach komm, Leute, YOLO. Ich hoffe nur, die können nicht springen. Oh Scheiße, die können halt springen. Alles klar. Also zum Glück haben wir das schon rechtzeitig entdeckt. Also das, wie gesagt, das 85er, das essen wir jetzt auch, das ist weg. Wo war jetzt das Nest? Das glaube ich war hier. Ja, die kommen hier hoch. Das hilft nichts. Ich lock dir jetzt ganz hin. Hier ins Wasser runter. Ja komm, die kommen alle schon nach der Reihe, eine nach dem anderen und runter und runter. Jetzt können wir schön gechillt Eier klauen. Ja, wo ist das Nest? Oder war das Nest weiter vorne? Hier war doch ein Nest. Ach, das ist schon wieder despawned. Okay. Anscheinend spawnen die Nester auch weg, wenn die Eier raus sind. Also die werden sich wahrscheinlich die Eier wieder neu irgendwo umsetzen. Hier ist noch rechts ein Nest. Okay, hier ist ein normaler Raptor. Ein normaler Raptor ist jetzt nicht so schlimm. Komm. Muss jetzt echt immer schnell gehen. Danke, nimm's doch bitte. Was haben wir für ein Ei? 25er nur, leider. Es ist wichtig, die Eier immer zu essen, weil sonst hat er, besteht ja nicht die Möglichkeit, dass neue spawnen. Ich sag mal so, ich suche jetzt noch 2 bis 3 oder ich schaue noch ein bisschen und dann brüten wir die noch aus, Leute, würde ich sagen. Ich hoffe, es funktioniert bloß mit Fackeln. Wie gesagt, Leute, wir sehen uns daheim wieder. Endlich daheim. Ich habe noch ein Ei gefunden und zwar noch ein 140er, also richtig OP. Was haben wir hier für Temperatur? 17 Grad. Ich weiß nicht, ob ein Lagerfeuer reichen würde. Jetzt pass mal auf, wir schmeißen eins weg. Fallen lassen ist L2, genau. Okay, es ist zu kalt. Wenn wir jetzt aber Fackel nehmen würden, wie gesagt, man kann natürlich ein bisschen tricksen immer. Also wir brauchen hier einfach noch, würde ich sagen, jetzt hätte ich schon gedacht, es kommt ein Tier. Wäre ein kleines bisschen suboptimal gewesen. Ich würde sagen, wir bauen das hier hin. Obwohl ich weiß halt nicht, ob wir vor ein Gebäude, ich habe keine Ahnung, Leute. Warte mal, wenn ich jetzt ein Lagerfeuer crafte, Lagerfeuer... Habe ich das jetzt gebaut? Wo habe ich das hingesetzt? Hierhin. Holzwand? Ne, die Holzwand würde ich nicht abreißen, wenn es geht. Holzwand. Jetzt ist die Fackel da hinten. Naja, scheiß drauf. Lagerfeuer bräuchten wir. Da mal 2. Weil ich sag mal so, diese Stammfackeln, die bringen zwar auch was, aber wenn wir schon Lagerfeuer haben, dann nehmen wir noch die Lagerfeuer. Packen wir hier noch die Hälfte Holz rein. Hier. Dann müsste das ja jetzt richtig warm werden. Also ich hoffe, dass es so funktioniert, weil sonst können wir die Eier doch nicht ausbrüten. Es ist immer noch zu kalt, oder? Ja. Leider funktioniert es nicht. Es ist echt schade, Leute. Wie gesagt, wir können sie leider nicht ausbrüten. Es ist hier zu kalt.
Okay, wir haben halt hier plus 16 Grad. Wir müssten das theoretisch vielleicht im Gebäude machen. Wie gesagt, da würde ich vielleicht noch was bauen, damit wir die Tiere irgendwo einsperren können. Heute war es eine kleine Folge, wo wir die Dinos gefunden haben. Und zwar, es war hinten in diesem Canyon bei 80, 40, also 80 von links und 40 von unten. Und dieser, nee, das ist ja ganz falsch. Wir müssen ja diese Richtung haben wir sie ja gefunden, wo der Pfeil hinschaut. Und zwar 80 stimmt schon, bloß 80, 60, das sieht man jetzt ein bisschen unscharf, wo dieser Fluss ist, oder 80, 70, der ist ja dieser Teich in der Nähe. Und also ich würde mal sagen, 80 von links und 60 von unten. Da findet ihr die Dinos. Es ist, wie gesagt, diese Feuerspalten sind da drin, die habe ich euch ja schon gezeigt. Und man muss sie halt immer ein bisschen weglocken. Man kann sie natürlich auch, man müsst was aufpassen, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Ich habe jetzt zwei Stück so umgebracht, indem dass ich jetzt hingeflogen bin. Also es geht, wenn ihr sie praktisch gegen direkt challenged, müsst ihr einfach auf sie zufliegen und diese Rolle machen. Weil ihr seid etwas schneller und sie können euch nicht anspringen. Aber seid echt ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, der Schuss kann doch dennoch auch mal nach hinten losgehen. Also es funktioniert nicht. Es ist einfach hier leider zu kalt, beziehungsweise ich, wie gesagt, wir reißen das natürlich wieder ab, das bringt natürlich uns gar nichts. Und dann würde ich sagen, ich richte Sachen her für nächstes Mal. Wie gesagt, ich baue noch ein bisschen, das macht jetzt ein bisschen Arbeit, und dann würde ich sehr gerne mit euch diese Deinonychus haben. Also dann wird das, die nächste Folge wird dann extrem spannend. Wir haben sie jetzt bei dieser Folge gefunden, und bei der nächsten Folge werden wir sie natürlich endlich ausbrüten. Habe ich richtig Bock, also ich werde hier noch was bauen. Ich werde es auch aus Holz bauen, auch wenn hier Lagerfeuer eigentlich nicht funktioniert, damit es ja eigentlich, oder beziehungsweise würde es ja abbrennen. Aber wir werden das so machen, dass es passt. Wie gesagt, ich werde das hier hingetten. Vielleicht werde ich auch diese Plantagen hier werde ich auch noch mal abreißen und werde ein bisschen woanders hinsetzen. Wie gesagt, ich werde hier so was Kleines bauen, damit wir die ausbrüten können. Noch ein kleines Gehege werde ich herrichten, und vielleicht baue ich das nächste Mal. Ich werde jetzt vorbereiten, vielleicht die Foundations werde ich schon mal setzen, und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einer weiteren Folge. Ansonsten bis dahin, Peace out, euer Masterpiece. Ciao, ciao, Leute.